Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier bei meiner kleinen Tutorial-Reihe für Transport Fever. Wir sind immer noch bei unserer ersten Handelslinie, um einen gewissen Gewinnstrang zu erwirtschaften, aufzubauen. Und wie wir sehen können, aus der ersten Folge, unsere Handelslinie erwirtschaftet schon enormen Gewinn für uns. Dafür, dass wir noch gar kein Geld eingesetzt haben, so wirklich, machen wir schon gut Plus. Und ihr könnt hier schon sehen, dass die Abstände der Fahrzeuge, wie in der ersten Folge erwähnt, eine Regelmäßigkeit bekommen haben. Das bedeutet kein Blockieren mehr, kein Stau, keine Komplikationen, kein nichts. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr euer Handelslinien aufbaut, ist, Rohstoffe werden unbegrenzt produziert. Das bedeutet, ihr könnt sie unbegrenzt der verarbeiteten Produktion zuführen. Hier ist aber zu sagen, dass diese verarbeitende Produktion nur so lange Rohstoffe annimmt, solange ihre Lagerplätze leer sind oder noch nicht komplett gefüllt. Wenn diese Lagerplätze komplett gefüllt sind und ihr diese nicht abführt, diese Endprodukte oder neuen Produkte, stellt diese Produktion ihre Produktion ein. Was bedeutet, ihr verdient auch kein Geld mehr mit eurem Öl, weil diese Fabrik nichts mehr annimmt. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass man von der Rohstoffproduktion über die weiterverarbeitende Produktion zur Stadt kommt. Ja? Und diese Endprodukte, wie hier den Fuel, dieses rote Zeichen, diese rote Flamme, an die Stadt verkauft. Dadurch ist immer gewährleistet, dass ihr einen kleinen Flow habt, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, es werden Rohstoffe produziert und an die Stadt verkauft. So können die Lager nie volllaufen. Und ihr könnt das ausschöpfen bis zum Get-No, bis ihr nicht mehr möchtet oder sonst irgendwas. Das bedeutet für uns aber auch, wir müssen hier eine Verbindung schaffen zur Stadt. Es gibt natürlich diese zufallsgenerierte Verbindung über diese enorm lange Straße, was uns nicht so viel einbringt, weil da geht ziemlich viel Zeit flöten. Und außerdem ist es sehr, sehr kostenintensiv. Das heißt, wir gucken uns mal die Stadt an. Gehen hier rechts unten und dann auf Nutzung des Landes. So, und sehen hier schon, alles was grün ist, sind Wohngebiete. Das Blaue sind Supermärkte, Restaurants etc. Und die ganze Industrie wird gelb markiert. So, wenn ihr jetzt auf ein Haus klickt, in welchem der farbigen Gebiete auch immer, seht ihr, was für Güter benötigt werden. Supermärkte brauchen hier zum Beispiel Werkzeuge, Essen. Und hier bezeichnet als Güter, also allerhand Kleinigkeiten. Was braucht unsere Industrie? Unsere Industrie braucht Konstruktionsmaterial, Maschinen und Fuel. Fuel ist sozusagen der Brennstoff, der uns Energie gibt oder der Industrie Energie gibt. Das heißt, den Fuel, den Treibstoff, den wir hier oben produzieren lassen, müssen wir jetzt irgendwie in diesem Bereich bekommen. So, wie machen wir das? Wir werden jetzt einfach eine weitere Station, ein weiteres Zwischenlager unsererseits bauen. Und ihr seht schon, dass der Einzugsbereich, alle Häuser, die jetzt im Einzugsbereich sind, sind weiß markiert, ist nicht der größte von unserer Station. Aber es ist nicht schlimm, denn wir müssen immer gewährleisten, dass in einer Stadt die Produkte auch dort ankommen, wo wir sie ankommen lassen wollen. Wenn wir sie nicht in einem Einzugsbereich anbieten, wo sie auch gebraucht werden, verkaufen wir diese auch nicht und verdienen dadurch kein Geld. Demnach stellen wir genau hier das Depot hin und sehen dann, dass wir Abnehmer haben für unsere Produkte. Was ziemlich gut ist, weil diese Produkte werden immer abgenommen und es ist unbegrenzt sozusagen Verbrauch da oder Nachfrage da. So, das bedeutet aber für uns auch, wir benötigen eine Straße. Natürlich wäre es schön, wenn die Straße nicht allzu teuer ist. Ihr seht schon, je weiter ich die Straße ziehe, desto teurer wird diese auch. So, hier, ganze oder fast 200.000. So, versucht so wenig Kurven wie möglich reinzubringen. Kurven sind immer Zeitfresser. Ja, Autos oder Pferdewagen und Züge, sonstiges, alle müssen bremsen und langsamer fahren. Aber, wie hier schon gesagt, diese Strecke wird benötigt. So, wie bekommen wir jetzt unsere Güter von dort
dorthin. Dazu müssen wir jetzt ganz einfach wieder ins Linienmenü gehen. Sehen hier nochmal, dass unser Gewinn stetig steigt oder gestiegen ist. Was sehr gut ist, weil wir jedes Geld brauchen werden. So. Dann klickt man einfach hier vorne auf den Namen seiner Handelslinie und kann hier in diesem Fenster über Station hinzufügen jede weitere Station, die man möchte, hinzufügen. Wir sehen hier rechts Station 1, 2 und die dritte wird die Stadt sein. Denn in der Stadt wollen wir ja unsere Güter verkaufen. Ihr müsst nichts weiter tun, als diese Station hinzuzufügen. Danach könnt ihr alles wieder schließen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir produzieren. Unser Öllager ist gut gefüllt. Die weiterverarbeitende Produktion hat noch nichts an unser Lager geliefert. Das kommt daher, weil wir noch keinen weiteren Endpunkt hatten, wo wir es verkaufen können oder wo dieses Gut benötigt wird. Jetzt seht ihr, nachdem ich die Linie angeschlossen habe und den neuen Handelspunkt gesetzt habe, werden auch diese Waren, die wir dort verkaufen können, an unser Lager geliefert. Demnach seht ihr auch, es wird hier Öl abgeladen und von den gleichen Pferden oder Pferdewagen der Treibstoff aufgeladen. Und es geht direkt zur Stadt. Was sehr, sehr gut ist. So, was ist uns jetzt schon aufgefallen? Wir sehen, es ist eine ziemlich lange Strecke, die wir hier bewerkstelligen müssen. Aber wir haben ja eine unendliche Produktion gestartet. Was bedeutet, es ist immer gut, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mehr Mitarbeiter einzustellen. Am Anfang habe ich gesagt, ich hatte 8, glaube ich. So, dann gehen wir jetzt nochmal 8 dazu und sagen zu diesen, hey Jungs, ihr arbeitet für uns, tut dies, tut das auf der Linie 1. Zack, auf geht's und es geht immer so weiter. Das Gute ist, hier ist noch massig Öl vorrätig. Es sind natürlich lange Aufladezeiten oder Beladezeiten bei diesen ganz einfachen, aus den 1850er Jahren stammenden Verkehrsmitteln. Aber sie werden uns helfen und sie werden uns den Gewinn bringen, den wir haben möchten. Wie ihr seht, hier unser Pferd. Okay, dieses Pferd hat natürlich gerade nichts dabei. Schauen wir uns das nächste an. Dieses nächste ist schon besser. Es hat 4 von 4 Plätzen belegt auf seinem Karren mit Treibstoff, was wir an die Stadt liefern. Schauen wir doch mal, was dabei rauskommt, wenn es verkauft wird. Ganze 8000. Nur dieser eine Wagen hat uns ganze 8000 Geldeinheiten gebracht. So. Und wenn ihr auf jeden einzelnen Wagen klickt, könnt ihr hier in diesem Menü, was sich öffnet, eine Übersicht einschalten, wo ihr auch dieses kleine Bild seht, wo er gerade fährt und was los ist, auf welcher Linie er ist. Details, wie alt er ist, was er im Jahr für Kosten verursacht, welchen Wert dieser Wagen noch hat und auch die Finanzen. In den Finanzen sieht man sehr, sehr gut, was sind die Betriebskosten für dieses Gefährt? Seht ihr hier oben. Um die 2400 im Jahr. Was bringt uns dieser Wagen aber an Gewinn ein pro Jahr? 10.000, 5.000, gleich nochmal 10.000. Und ihr seht schon anhand des Graphen auch, dass wir mehr Gewinn machen als Verlust. So, und ich hoffe, ich konnte euch helfen und konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie wir eine Produktion starten, wie wir die Waren transportieren und wie wir sie verkaufen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben bitte und falls ihr Fragen habt oder Kritikpunkte, einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ganz offen zu mir seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.